Okay, also. Ich auch. 5, 4, 3, 2, 1. Enter. Go. Es lädt. Enter das Game. Hey, warte, ich muss mich anmelden. Was soll die Scheiße? Oh, jetzt lädt er schon. Ja, okay. Oh, ja, egal, starte. Hey, ist doch scheißegal, ey. Ich sehe ja das Intro nicht. Oh, ich schau mir eh nie. Ich glaube, ich krieg das Intro jetzt aber auch nicht, weil ich eben abbrechen musste wegen Dings hier. Ich schau mir eh nie Intros an. Ich tue es jetzt einfach mit Scheiß. Discord machen, ohne Witz, was soll die Kacke? Oh mein Gott, eine ich Hand! Das, ich mach das Intro einfach nachträglich rein oder so. Our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness. Even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Once your faith overcomes despair, once you move beyond death, once life returns to this world, we'll meet beyond that path. Ich bin bei dem Charakter. Dann ja, warte ich beim Charakter auf euch beide mit dem Intro und Lukas wahrscheinlich auch gleich. Ja, die Hand zerschellt. Ich schaue es mir eh nicht an. Die wunderbare Hand. Also ich hätte es mir angeguckt, aber eh. Die helfende Hand. Ja, ich schaue es bei Arnold an dem Video. Ja, ich suche mir das raus oder ich nehme es nochmal extra raus und dann... Ja, ich nehme es nochmal extra auf und dann mache ich es einfach hin. Ja, ich glaube, du kriegst pro Server ein Intro. Ich habe nämlich beim dem Server außerdem gerade gestartet und musste rausgehen und dann kam es nie wieder. Oh. Aha, Madame war schon auf dem Server und hat gezackt. Nee, hab ich nicht getan. Ich habe gerade aus Versehen gedrückt gehabt. Und eben vor ein paar Stunden habe ich einmal getestet, ob mein Spiel versagt, wenn ich das mache. Junge, was mit der Grafik? Hast du hochgestellt? Die Grafik ist aber echt gut. Grafik ist scheiße. Also der Charakter ist scheiße aus gerade, aber die Grafik ist wahrscheinlich super. Ich glaube, die wird auch noch ein bisschen getuned. Also es wird noch ein bisschen besser. Die wird hoffentlich getunt, weil die sieht übel milchig und scheiße aus. Das wird im Spiel wahrscheinlich besser. Wenn du ranzoomst, siehst du es ja auch, das wird besser. Das ist gerade, weil das so komisch. Typ 2. Oh, es gibt Typ 1 und Typ 2 wieder. Okay. Warte, was muss ich jetzt machen? Please select the server. Ja, geh auf Select Server und dann Starlight F. Select F. Ja, und dann einfach join. Starlight. Enter Game. Oh, man kann ja Licht umstellen. Yes. Kann ich... Hm? Ach, ihr wart schon in diesem Mainscreen drin, oder wie? Ja, lange. Deswegen haben wir gewartet. Ach so. Ja. Oh, ich dachte, du hast gezählt wegen Dings. Ich dachte, du hast auch gezählt mit Enter, weil wir das schon so oft gesagt hatten. Ach so, nee. Ich hab gespielt. Wow. Ja, Lukas, Mann. Mit dir zu spielen ist eine Katastrophe. Sehr gut. Also Kommunikation ist key, gell? Auch in der Beziehung. Ich wollte es so sagen. Ja. Ja, Alter. Vielleicht kriegst du noch das Intro mit pünktlich. Irgendwann. Nee, das Intro habe ich schon überspringt. 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 Ja, komm halt mal. Ich schau einfach nur dieses scheiß Dinger an da unten, diesen Ladeding. Das ist doch eine Zellspaltung oder wie Eier halt. Wie mehr. Was? Hä? Yes. Worüber redest du? Ach so, das Ding, ja, dieses komische Milchteil, was da unten auftaucht. Sieht echt so aus. So eine Scheiße. Das Zellteil. Ja, wir pflanzen uns fort beim Laden. Alter, geiler Ladesbild, Alter. So ein das Waggon Wunder der mit Geburt. Fontänen. Oh, okay, das ist nicht das Wunder der Geburt. Ja.
Das ist sowas ähnliches. Ja, warum sieht der männliche Charakter so weiblich aus? Was ist das? Ich glaube, du kannst. Es gibt bestimmt auch welche, die männlicher aussehen. Ja. Wieso ändern sich die Größen? Ich hoffe, ich kann die selber noch anpassen. Weil die Vorstellungen, ich will jetzt keine große Frau spielen, da sehe ich mich nicht. Achso, ich dachte, du wolltest einmal groß an im Leben. Kannst du nicht mehr. Und spielen geht's bei der Charakterstellung. Was meinst du, beim Spielen geht's? Ja, bei der Charakterstellung kannst du dich groß machen. Das will ich aber nicht. Lass mich klein sein, das ist meine einzige Charakteristik, die ich habe. Mehr habe ich nicht, ich besitze nur klein sein. Ich kann Forehead-Thickness eingeben. Boah, thicker Forehead. Thick. Richtig geil. Geil. Ich meine, sieht aus, als ob sie 3 Tage nicht geschlafen hätte, Mann. Geht's dir gut? Was ist denn jetzt los? Das ist gut, oder? Ich meine, so sehe ich auch immer aus. Also. Bei mir lädt das noch. Na, du bist doch langsam. Ich habe meins extra auf die schnelle Festplatte gemacht, weil ich hatte Angst, das Spiel. Ich trau den Spielen nicht mehr. Ich habe nur eine schnelle. Oh, wir können hier eine Arc-Charaktererstellung machen. Was können wir machen? Eine Arc-Charaktererstellung. Ist das da auch ich so? Ich mach klein und Fitness ganz voll. Nee, Arc kannst du wenigstens die Arme noch einzeln machen. Klein und Fitness. Machst du einen seltsamen Charakter? Wieso machst du einen seltsamen Charakter? So ein richtiges, absolut großes Kinn, das passt doch. Ein großes Kind? Warte, Kinn. Achso, Kinn. Oh, ich kann heute nicht hören, was ist denn das? Warte, kennst du den Typen? Ich kann nicht raustappen. Ja, gut, okay, egal. Was für ein Typen, erklär ihn mir. Kennst du den Giga-Chat? Oh, nicht der Typ. So soll das aussehen, oder was? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Können wir bitte jetzt schon entscheiden, dass wir Flock einfach sterben lassen, wenn er Hilfe braucht? Dann kann er ja mal, dann können wir mal sehen, wie Giga-Chat er eigentlich ist. Giga-Chat. Chat natürlich, nicht Chat. Chat. Es ist der Chat. Chat. Der Chat. S-H-T. Man kann ja echt dieses Kinn machen. Nein. Ja, siehst du. Das ist ja furchtbar. Das sieht ja schrecklich aus, das will ich nicht. Flocke wird hässlich aussehen, ich sehe das schon. Okay, vielleicht mache ich das nur mal als Gesicht, dass das passt. Ey. Ja, du machst immer scheiß Charaktere. Ey. Also ich muss aber sagen, ich bin aber überzeugt davon, dass du immer seltsamer machst, wie in Destiny mit dieser Frau mit den 2 Zöpfen an beiden Seiten. Ey, die sah doch gut aus. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Mein Problem war, dass du eine Frau gespielt hast mit 2 Zöpfen. Du hast einen Britney Spears Look nachgemacht oder so. Die Frau war das Problem. Bodypain. 100%ig. Hast du gesagt? Warum das Bodypaint heißt? Als Bodypaint ist, keine Ahnung, Tattoo? Ja, warum sagen die nicht einfach Tattoo? Weil gibt's keine Tattoos in dieser Welt, es gibt nur Paint. Paint 3D, oder? Paint 3D. Es gibt so viele Anpassungsmöglichkeiten, was ist das? Das ist voll anstrengend gerade. Ich muss mich beherrschen, mich jetzt nicht... Ich bin schon fertig. Natürlich bist du schon fertig! Mein Gott! Das ist ja widerlich! Achso, soll ich schon einen Complete Character machen? Nein. Du hast gefälligst auf uns zu warten. Noch ja, spuck dich mal selber an beim Lachen, sonst hast du es gerade angehört. Ich will Tail-Size machen. Ja, was willst du von mir? Sei mal nicht so frech jetzt. Ich bin so frech, wie ich will. Oh Gott! Die Augen ganz klein machen, was ist das denn? Ich mag meinen Charakter nicht. Ich finde es enttäuschend, dass man die ganzen Einstellungen hat, aber trotzdem eine Voreinstellung wählen konnte. Dann hat man immer so noch diese Voreinstellung vom alten Gesicht mit drin irgendwie. Man sieht immer aus wie das Gesicht, was man gewählt hat. Digga, was? Die scheiß Dinger! Wie ihr euren Charakter erstellt, unten rechts gibt auch Buffs. Es gibt Buffs? Guck mal unten rechts, da ist doch so ein Charakter. Meiner ist 85 Kilo plus. Aber Static! Oh mein Gott! Oh lol. Junge! Dann macht das ja bestimmt was aus, auch beim Kämpfen und so. Das ist ja richtig nice. Ja, natürlich. Melee Attack Speed minus 20% Damage plus 25%. Das ist cool. Du hast ein richtiger Haut drauf. Du bist der Tank. Ohne Witz. Rolling Speed minus 20, Weapon Stability 15. Stamina Recovery ist bei... Oh, okay, das war bei dem ganz gut. Hat so süß.
Ja, doch, scheiß drauf, ich bin der Tank. Du bist der Tank, du musst es einfach sein. Anna wird Baseload 80 sein. Baseload 80? Ja, halt weniger 65 Kilo. Jo. Aber ich will nicht so 40 Kilo Charakter sein oder so, das wäre tragisch. Das bist du doch schon so. Ich bin absolut kein 40 Kilo Charakter. Da wäre ich ja untergewichtig. Oh. Selbst in meiner Größe wäre ich da untergewichtig. Oh. Das wäre nicht gesund. Das sind Kinder, die gibt es schon, die wiegen 30 oder 40. Eine erwachsene Frau, die 30 oder 40 wiegt. Puh. Ich hätte Angst zu zerbrechen. Oh Gott, ich höre nur Trampeln. Die ganzen Kinder, die hier rumrennen. Penis. Was? So, ich bin bereit. Ich habe gerade von Kindern geredet, die rumrennen. Warum sagst du das? Was ja. ist denn los mit dir? So, das. Block ist also auch fertig. Lennart, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die ein bisschen länger braucht für Charaktere. Ein bisschen schneller machen. Ich bin schon so schnell, ich kann für meine Verhältnisse. Oh, dann gehe ich mal jetzt zum Namen über, ja. Ich war gerade enttäuscht. Ja, was zum Namen? Wo kann man Namen machen? Da unten steht doch Name-Charakter im Fett blau und da steht F. Das habe ich vorher gefragt, soll ich das machen? Und ihr habt Nein gesagt. Du hast gesagt Complete-Charakter. Ja, wenn ich da drauf drücke, dann. Ja, stimmt. Complete-Charakter. Nee, du kannst auch deinem Namen. Ich habe da ja noch nicht drauf geklickt. Drück doch mal F, dann steht da Name. Complete-Charakter. Ja, dann lieber warten. Das ist doch meistens auch das Ende, was man macht. Das Letzte, was man tut, ist immer Charaktername. Ihr Penner kackt mich hier wieder unnütz an, Alter. Ich kack dich an, wenn ich dich ankacken will. Anna, ich schaff's dir. Ich hau dir gleich so eine. Mach doch, trau dich. Warte ab. Erstmal direkt umbringen. Geil. Ein kleinen Klaps und Anna ist im See. Absolut. Nee, warte, was ist das doch? Nordsee. Der Nordseeküste. Also wenn man das abschließt, kann man erst einen Namen geben, oder was? Warum habe ich jetzt plötzlich einen Überbiss? Was habe ich denn eingestellt? Anna sieht aus wie so ein Boxer. Psch! ja. Da, deswegen. So, ich gehe jetzt auf Haar und Make-up und dann bin ich auch schon fast fertig. Da oben kann man noch Body und die ganzen Sachen. Halt die Klappe! ich brauche Hoffnung, dass ich was fertig bin dann. Ich freue mich gerade, dass es endlich mal blond geben kann. Aha, ich weiß ja nicht. Halb blond. So. Nee, du kannst, auch blond. Du kannst auch das Rad anklicken. Oh, okay. Oh. Oh. Junge. Junge, da würde ich aber nicht am Rad drehen. Ah ja gut, mit Haare brauche ich ja nicht so viel aussuchen. Es gibt ja gar nicht so viele Haare. Ja, das stimmt. Ey, man hatte den Last of Us-Style da von Ellie. Lalala. Ja, stimmt. Und Militär. Ich nehme einfach das. Ich mag meinen Charakter nicht so gerne. Es geht. Oh, ich bin kurz weg. Das war natürlich klar. So geht's auch. Der Einzige, der weg ist, ist mal wieder Lukas. Ja, wieder der mal alte wieder ist er das. Oh mein Gott, ich muss meine Augenbrauen runter machen. Ich sehe aus, als ob ich die ganze Zeit Fragen stelle. Ich stelle jetzt da Fragen im Blick. So, das ist besser. Augen, was sind das für Make-up-Sachen? Ach so, das sieht aus, als ob ich vergiftet wäre oder so, das eine. Das oh, gut, ich bin enttäuscht. Ich hab mich gerade gefreut, meine Augenfarbe auszuwählen und dann war das Make-up. Weißt du, worauf ich mich freue? Dass wir alle ohne Hose rumlaufen werden. Was? Warum ist das, worauf du dich freust? Nee, das war ironisch gemeint. Weil die erste Hose musst du dir erst erkraften. Ach so. Also Linda, das war sehr seltsam, das einfach so zu sagen. Oh, ich freue mich, dass wir alle keine Hosen tragen werden. Geil, ich habe schon immer geträumt, keine Hosen mit euch zu tragen. Ja, Seltsamkeit ist es. Das ist es einfach. Ja, Augenfarbe! Deswegen ist Luki auch wieder weg. Und damit auf öffentlicher Straße und Wald rumlaufen vor anderen Menschen. Das ist der Traum, den jeder haben will. Natürlich. Das ist doch beruhigend. Also ich wollte auch immer halbnackt durch die Wälder laufen. Aber nur die Hose darf fehlen. Ja. Fühlt man sich frei. Beinfreiheit. Beinfreiheit, ey. Oh, ich hasse es, wenn man... Man muss zwischen den Beinen spüren. Oh mein Gott. Dann nur dann ist es die richtige Freiheit. Mein Make-up sieht kacke aus. Warum haben Frauen immer Make-up? Weil es war, wenn ich es nicht nehme, sieht es auch kacke aus.
Das ist einfach Farbe im Gesicht. Wunderschön. Wunderschöne Farbe. Ach, das ist, glaube ich, mein Eyeshadow, der das macht. Der sieht so blöd aus. Ja, na, es geht. Das ist akzeptabel. Das will ich nicht. Lippenfarbe. Hoho, will ich nicht. Oh, wie bin ich? Nein. Bin ich bleich genug, ist die Frage. Das ist wichtig. Bin ich bleich genug? Ja. Wieso ist mein Alter minus 15? Ich bin minus 15 Jahre alt. Warte, wenn ich auf 5 auf 0 gehe, wieso sehe ich mit 0 alt aus? Ich bin jetzt minus 15, Leute. Ich chill noch. Minus 15. Was ist schön. Das war minus 15 sein. So, Height. Ja, ich möchte klein sein, danke. Aber ich weiß nicht, wie klein klein ist. Ich weiß noch mal damals mit, Wie klein klein? Ja, damals bei Elder Scrolls, da konnte man klein einstellen, aber da warst du wirklich super klein. Wenn du ein bisschen größer einstellst, warst du aber mal riesig. Das hat mich frustriert. Erinnert seinen Riesenzwerg in Runes of Magic. Ey, der war super. Der war so groß. Das war kein Zwerg. Das war echt kein Zwerg mehr. Du hast die Definition von Zwerg einfach ruiniert. Hey. Ich fand das geil. Ich mochte den Charakter. Naja, es war kein Zwerg mehr, also. Was war ein Krieger, aber war kein Zwerg mehr. Hättest du auch gleich einen Menschen nehmen können. Nee, ich war der König der Zwerge. Ah, so groß. Yeah. Der fette König der Zwerge. Du warst aber riesig, Mann. Du warst ja fast Godzilla. Junge, ich war der Held der Zwerge. Guck mal, Sache ist, ich hab euch trotzdem gehört, gell? Ich hab kurz telefoniert, ich hab euch gehört. Und was höre ich? Anna ist immer noch am Erstellen, Alter. Die braucht ein halbes Jahr, wie eine Frau, wenn sie sich umzieht. Mann, Gott! Naja, ich spiele ja auch gerade Gott. Also. So, ich bin jetzt übrigens auch fertig, warte, ne? Das war das Letzte, was ich machen musste. Das war bei Cancel, das war bei Hair und Make-up, glaube ich. Ja, bei Hair und Make-up das allerletzte. Da steht Age. Und das ist sehr fraglich, dass man minus 15 haben kann. Ja, ich bin mit Charakter fertig. Ich drück erst gleich auf Charakter. Mach du erstmal dein Alter und dann. Ich bin Alter 0. Okay, so. Ich kann Enter Game drücken. Habt ihr gemacht? Ich kann jetzt auch auf Name-Charakter. Obwohl, musstet ihr diese Statistik da irgendwo einstellen oder? Habt ihr das noch nicht gemacht? Okay, wenn man es nicht macht. Dann, warte mal, was zur Hölle ist mit meinen. Nee, das ist okay. Okay, ich hatte gerade ein bisschen Angst. Okay, ich kann confirm. Charaktername. Wie nenne ich mich denn? Basic. Alpha Kevin. Ich nehme meinen Standardnamen. Ich auch. Was? Rot Crimson? Nein. Ich nehme auch meinen Standard einfach. Ja, fast. Also können wir? Ja. Ja. Ja, los geht's. Enter Game. Oh, jetzt kommt noch was. Oh, jetzt ist es weg. Nigel Jane. Ach, es ist Windows 195. Das ist gut, oder? Wieso ist mein Spiel so leise? Eben die ganze Zeit so laut im Menü. Weil alte Ohren. Es gibt Cutscene. Mhm. Rosetta Researcher. Oh, ich glaube, den Typen geht's gut. Er ist so ziemlich hin. Naja. Ruhe in Pizza. Nasse. Oh! Ja, was fliegt. Passiert mit ihm jetzt? Oh oh. Der wird einfach am Wut, okay. Zombie, hä? Was ist da passiert? Kam das aus uns raus? Es sah aus, als ob der Rauch aus unserer komischen Hülle da hinten kam. Haben wir den Mann nur gebracht? Jetzt in Call of Duty Black Ops 2 Zombies, hä? Wir sind in Call of Duty, das ist exakt das gleiche Spiel. Ah, okay, okay. Ist einfach eine neue Version davon, weißt du? Hat Namen geändert. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja. Jetzt. Ach nee. Ich wollte sagen, jetzt kommt Spore, man sieht irgendwelche Insekten, aber ist gar nicht gewesen. Ist interessant. Oh yeah. Ich sehe nichts außer verschwommen. Ja. Oh, da steckt irgendwas in uns drin, oder? Nee. Geil, erstmal aus dem Tank raus. F remove. Oh. Okay. Ja, da steckt echt was in uns drin. Ach, raus damit! Rausziehen. Oh geil, eine Spritze reindrücken. Mal bin ich dabei. War da ein Messer in uns drin? Warum war das in uns drin? Weil. Spannung. Ich glaube, jemand wollte uns umbringen. Und da ist auch kein Loch in unserer Rüstung. Es war einfach nur da drin. Rüstung, das ist immer noch Kleidung.
Ich weiß ja nicht, ob das wirklich als Kleidung klassifiziert werden könnte. Ich weiß nicht. Ah ja. Ach, gegen Diabetes. So, jetzt müssen wir erstmal hier rauskommen, oder? Ja. Ja. Lass mal meinen Ton wieder höher stellen. Das war eine Cutscene jetzt doch leiser als erwartet. So, kann ich raus? Ja. Oh, jetzt muss ich ein Passwort. So. Schon gerade Alpaka? Oh, man kann stechen. Alpaka, ja. Okay. Oh, mit Mausrad kann man Callouts machen. Okay, essen. Huch! Ah! Ich hab T gedrückt! Oh, okay. Ihr solltet nicht T drücken. Sehr gut, Anna. Da kommt was. Oh, da können wir bauen. Oh, bauen. Ja. Wie in Fortnite, T. War nur nicht so gut, so hier mitten im Gebäude. Sieht das aus, als wenn der die Karte nimmt, dass er die aus seinem Arsch zieht. Wer tut er das hier? Impaled, oh Gott, okay. Hab ich Schuhe an? Nein, ich bin barfuß. Natürlich. 7, 2, 8. Oh, 7, 2, 8, ja. Ah, okay, danke, ja. Ich hab nicht mal gewusst, dass wir ein Passwort brauchen, aber jetzt kenne ich es ja. 7, 2, 8. Nee, warte, ein fehlt da, was war da noch? 0, 7, 2, 8. Ja. Dankeschön. Kein Problem. Immer wieder gern. Jetzt bin ich die Auserwählte, die Tür geht auf, nur für mich. Erstmal zur Leiche, hundertprozentig. Oh, Leichen, danke. Ich will das alles nicht lesen. Die ist bestimmt tot, oder? Ich glaube ja nicht. Aufmachen. Ich glaube ja nicht. So. Karte haben wir. Huch. Mit N ist die Taschenlampe, das ist ein komischer Knopf für Taschenlampe. Oh, Cutscene wieder. Geil, der Fähigkeitenrucksack mit Dr. Octopus da. Oh, da bin ich schon drüber. Oh, können wir die noch Spider-Man nachmachen? Spider-Man. Nein, Spider-Schwein. Spider-Schwein. Ey, ich hab ne Weapon Crate. Kommt das Spider-Schwein. Hm? Was ist das denn, Alter? Magie? Ich bin, glaub ich, schon. Hä? Ist weiter, ja echt Magie? Was? Hast du den Rucksack schon aufgehoben? Der ja schon, ja. Ne? Was ist er denn? Sprintest du durch die Gegend oder was? Was ist mit dir? Ich hab einen Schattenvogel. Oh, ich wollte zerstechen. Das wollte ich nicht. Oh, der Vogel heißt Wie. Kämpfen. It's good to see another face. Wo muss ich kämpfen? I thought I was on my own. Lukas, einfach schon 10 Meter weiter vor. Du bist einfach so schnell. Kilometer. You're a meta-human too. Nochmal. Meta-human, okay. Ab. Oh, man kann auswählen, was man sagt. Wie cool. Was geht denn mit meinen Augen ab, Mann? Es hat eine Story. Habt ihr euch mal die Augen angeguckt von eurem Charakter, wenn ihr redet? Die wackeln hin und her. Auch auf aggressive Art. You awaken the cradle, and that's something only a metahuman could do. Okay, a metahuman. Do you remember who you are? Nein, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Nein, weiß ich nicht. It must have been that fluctuation just now. Der Vogel ist ein guter Vogel. In welches Ding gehen wir? Wir gehen ins Rote. You can call me V. It seems that ich fühle mich wie ein Portal. Metahuman. Hey, ein Lootkoffer, geil. Warum bist du ein sprechender Vogel? Ja, die Frage stelle ich mir auch jeden Tag. Lennart. Wenn ich mit dir rede, nicht mit Lennart. Was soll die Scheiße jetzt? Du bist der sprechende Vogel. Wie so ein Strauß. Die gucken auch immer so aggressiv und sind auch riesig. Du Vogel, ey. Geil. Strauß. Die Kuh, Alter. Was du bist ein Strauß. Kommt mal voran, ich bin schon. Kannst du mir bitte erstmal Schuhe geben? Der Vogel redet so lange. All you have to do is listen to den hab ich einfach übersprungen. Natürlich überspringst du den einfach. Oh, ab durchs Portal. Was ist jetzt passiert? Oh. Mein Gott, ey. Ich habe. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Ich habe Beleuchtungsmenschen umgebracht. Warum sind eigentlich an jeder Ecke Kameras für diesen komischen Beutelraum? Weil Beutelraum. Also sehr fragwürdig. Ja, keine Ahnung, Beutelraum. Rucksackraum, was war ich. Weißt du, was ich. Ja. Hab ich überhaupt mitgenommen, was da drin war? Ich hab ne Cappy. Nee, Machete. Wow. Oh. Die hab ich schon. Schön, dass du die hast. Ich. Hey, ist ja noch ein Dimensionsmensch. Oh, was ist denn mit ihm? Ich bin ein Nerd und ich fühle mich wohl dabei. Kann ich ihn schlagen? Hä? Ist das eine Lampe? Ja. Ein Watcher. Ja, Anna, hier gibt's Lampen, genau. Oh, Molotov. Ich hab noch nie eine Lampe gesehen. Echt? Nein. So siehst du auch aus, ja. Okay. Sagst du Strauß? Was willst du jetzt eigentlich, du kommst zu? Hör auf mit mir zu reden, Vogel! Ich will nicht mit dir reden, ich will nur metzeln. Komm her.
Oh, da geht's raus. Kann sich nicht mal wehren, ey. Wie komm ich peinlich. Roulette-Wheel. Das ist Schande für seine Mutter. Oh, ich habe eine Kamera. Wir können fotografieren. Wie? Aftermatch. Mann, das Summon. Ist echt wie ein Portal. Oh, ich kann, ich kann den Vogel der beschwören. Warte, komm her. Schuhe. Ja. Endlich habe ich Schuhe bekommen. Endlich hat mir jemand Schuhe gegeben. Ist das schön? Hä? Ist das ein kleines Kind? Bestimmt. Oh, ich lade. Was ist ja, ich habe auch Schuhe gefunden. Cool. Oh, dann lädst du auch gleich. Oh, was? Uhr? Warum sind hier Türen auf dem Boden? Space to locate. Okay, das kriege ich hin. Hallo, mein Kind. Oh, da muss ich kämpfen. Anfassen. Ah! Nein. Ich hab das Kind angefasst, ich bin raus. Irgendwie ist das falsch. Ja, ich hab genau das gleiche gemacht, Lena, wie du. Du bist auch hier. Ah, mit Q. Yes, your first deviation. And look how gentle it is. Diese Viecher sehen so seltsam aus. Kisten, Koffer als Köpfe teilweise. Schlimmer werden. Das hört sich an wie dieses Skibidi. Zeug da. Ist jetzt gibt die Toilette. Toiletten. Ja. Muss ich aufhören. Boah, das ist ja ein Geschütz. Geil. Kein Kommentar, Lennart. Einfach kein Kommentar. Entschuldigung, gute, ich bin schon ein bisschen weiter als ihr, gell? Gute Comedy darf natürlich nie fehlen. Kiste. Und deine Comedy ist nicht gut. Tut nur weh. Oh mein Gott, der hat einen Koffer als Kopf, geil. Darauf haben wir gerade geredet. Ja, ich muss es mit eigenen Augen mehr sehen. Der Mann, ey. Diese Überraschung, dass es Kofferköpfe gibt. Was ist das Roulette-Wheel? Achso. Ja, hätte ich irgendwie schon gerne als Haustier. Was sind die Flügel? Wo muss ich denn jetzt hin? Warum kann ich den mitnehmen? Lass mich hier raus! Wo muss ich denn hier hin? Was ist das? Oh, da ist eine Tür. Oh, da ist ein Bett. Weil wir schlafen. Ich frag mich, ob man schlafen muss in dem Spiel. Warum steht auf meinem Namensschild Rosetta? Das ist nicht dein Namensschild, oder? Nee, auf das ist T-Shirt. Ah, du hast recht. Achso, das ist nur die, wahrscheinlich die Firma oder so. Das ist die Einrichtung. Ja. Firma, okay. Was ist das denn? Achso, das ist der Kopf. Wir wurden zu einem krassen Meta-Menschen gemacht. Die sind krasser als sehr gut, sehr gut. Lennart. Was spuckst du mich an, du Ekliger? Komm her. Komm weg zurück. Kann ich deinen Koffer abreißen und deinen Koffer mit mir tragen? Alter, was ist das denn? Ich hab den ja echt in der Hand. Koffer. Kann man benutzen zum Schießen. Damit. Das ist ja super. Aber ich wollte einfach zeigen, wie wir loslassen. Da war noch eine Kiste. Geil. Dass man damit schießen kann. Ich will meinen Koffer wieder mitnehmen, danke. Ich habe seinen Kopf abgerissen und das ist jetzt meine Waffe. Ach. Das ist gut. Ah, das ist aber cool, dass man auch mit den gegnerischen mit seinen Waffen von den Gegnern andere umbringen kann. Da gibt's bestimmt noch mit dem Kofferkopf. Mit dem Kofferkopf einen anderen Koffer erschlagen. Das ist doch schön. Ja. So. Geil. Ich bin jetzt beim Haus. Oh. Ja, ich bin auch schon lange im Haus. Nee, ich noch nicht. Oh mein Gott, Alter. Ah ja, jetzt bin ich auch im Haus. Tommy ist so cool. Ich hab ne Cutscene mit dem Mädchen. Oh mein Gott, Alter. Muss man gleich kurz farben. Welche, die erste oder die zweite? Diese Schmetterlingsdame. Ja, dann bist du fast da, wo wir sind. Bitte reden. Und da fliegt sie. Aber ich will auch solche Flügel haben. Ist ja praktisch. Ja, fliegen wir schon dran. Eine sehr seltsame Cutscene. Niemand redet mit mir und sie fliegt einfach nur hoch. Und jetzt bin ich beim Haus. Wow. Okay. Ist das mein Haus? Das ist jetzt ab sofort mein Haus. Mir egal, wem das gehört. Achso, es gehört dem Mädchen. Okay, man kann das Mädchen nicht angreifen. Ich hab's getestet. Das ist gut, glaube ich. Yes, and look what I found. A meta. Hauptsache, look what I found. What? Wir sind nicht mal ein Wesen für das Ding. Hab der Vogel, ey. Oh, ich spiel Klavier. Das geht?
Ja, du kannst Klavier spielen. Nice. Wir können Party feiern, wenn wir uns alle treffen. Olli. Och, mit ganz seltsamen Tasten sogar. Na, das spielt man selber oder aktiviert man das einfach nur? Man spielt selber. Selber spielen. Oh mein Gott. Hör auf, dich hinzu... Was ist denn mit dir, Alter? Ich finde schade, dass unser Charakter nicht redet. Weil er immer nur so kopfnickt, wenn wir eine Frage stellen. Ja, der ist schüchtern. Okay. Außer man hört nur Klickgeräusche. Was macht ihr denn im Internet? Ich habe nur ein bisschen Klavier gespielt. Vielleicht war der neue... Ich war der neue Beethoven. Der neue Beethoven? Darf ich dein Ohr zerstören? Ja. Darauf würde ich nicht beten. War doch der Typ mit Och, der Lennart, Zauber, oder? Och, Lennart, nette! Luca! Wunderschön. Was ist das jetzt? Nee, da ist das Klavier. Ich oh, ich will auch. Acht. So. Sechs. Oh, Heilige, was ist das denn? Q-W-E-R-T-Y-U? Okay. Oh mein Gott. Ja, und da musst du noch Shift und Control musst du auch noch drücken. Mein Spiel so leise. Im Menü war das so laut. Ich Was bin so leise ich jetzt gestellt. Machen? Für mich ist immer noch laut. Ach, ich bin Mozart. Okay, hast du die oberste Mission schon gemacht? Dieses Interact with Isolated Securements? Ich rede gerade mit der Mittellingsfrau. Ich habe gerade irgendwas in die Vitrine gelegt. Also, ja, ich weiß nicht. Okay. Ihr seid noch gar nicht so weit da. Hier steht ein Invite to Team, Friend. Kann ich irgendwo einen Freund hinzufügen? Nö, so ist keine. Warband, die Tauben und sowas, hä? Hey, 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 was soll das? So. Ja, du gehst einmal bitte rein da. Butterfly has recovered. Oh, der Butterfly hat recovered. Wundervoll. Ach stimmt, das ist ja alles Dinger, PvE, ich wollte ihn gerade angreifen. Nee, wir sind nicht auf dem PvP-Server, aber ich glaube, es gibt im PvE, glaube ich, auch PvP-Gebiete, ich weiß gar nicht. Es gibt aber keinen PvP-Server, Leute. Hey, hier ist... Es gibt PvP-Server. Echt? Ich ja, wir sind gesehen. Auf PvE gegangen. Oh, du konntest oben einstellen, oder war das einfach leer? Oh, alles? Warum nicht PvP? Du willst auf PvP gehen, direkt am Anfang. Ja, klar. Oh, nee. Sollen wir nochmal das Tutorial machen? Gerne, für das schon. Ach, nein. Wir gehen dann direkt nach PvP, die würden uns alle umbringen. Finde ich gut. Toll, hier ist ein anderer Spieler. Geil. Ich weiß nicht mal, was ich hier gerade mache. Ich rush das Tutorial gerade so, Gott. Ohne zu sehen, was Lönes, ich laufe gerade zu dem Punkt Deathsville. Ich habe synchronized. Oh, Deathsville? Nee, das ist gar kein Hammer. Dann läufst du... Soll ich dann auch zu Deathsville jetzt gehen, oder? Klar, wohin sonst? Ja, dann gehe ich dann auch hin. Man hat ja diesen Schmetterling hinten im Rucksack, warum? Weil das Fähigkeit. Seine Fähigkeit ist. Man kann mehrere Fähigkeiten sammeln im Laufe der Zeit. Okay. Habt ihr die andere Fähigkeit fangen können? Meinst du bei der Sirene? Ja. Ich glaube, ich hatte die bekommen. Ich nicht. Oh, was ist mit Nick? Was macht denn die Fähigkeit? Man kann ja eh drücken, ne? Aber was ist das? Ja, Lönes, ich bin gleich da. Also, ja, ich brauche noch mich. Ich muss mich kurz... Ich fliege gerade in die Welt. Okay, ich muss in diese Richtung. Alter, hier bauen. Einen Stein hier sind, auf dem Baum. Hier sind zwei Lager, ey, Heilige. So, ein Mining. Woran meine ich? Wo ist ein Stein oder so? Da. Alter, wie viel hier rum auf dem Gott, das geht ja echt schnell mit dem Sammeln, Gott sei Dank. Ja. So, Campsite einmal setzen. Hier. Hier fliegt einfach ein Truck in der Luft, das ist gut, oder? Alter, ist das eine fette Base. Wir nur dran vorbei zum Laufen. Hier baut Gurkan. Gurkan baut? Oder Gurke anbaut? Bei mir heißt jemand Gurkan. Aha. Oder A7WSL. Skalamannes Territorium. Alter, Junge. Ei. Oh. Ojo, Alter. 1, 2, 3, 4, aber 5. Lönes, ich bin da. Läufst du da vorne? Oh Gott, es gibt Voice Chat. Wir müssen ausschalten. Ja, es gibt Voice Chat. Ich bin, ja. Da muss man ausschalten. Ich dachte, man muss klicken. Ich bin gerade auf der Straße. Nee, ich will die Leute nicht hören.
Ich muss so, auf der Straße bleiben, um zum Mord zu kommen. Oh, ich glaub, ey, da, ich BB ist auf der Straße. Was ach, ein geiler Name. Ich brauch mehr Steine, verdammt. BB wie die Creme oder einfach BB wie Baby? Einfach Groß-BB nur. Ach, verdammt. Beste. Ich dachte, das ist wenigstens jemand, der BB ist und nicht BB. Verdammt. Nee. Wie soll man das sagen, ohne dumm zu klingen? Ey, ich BB, bin irgendwo im Lager. Was ist denn? Doch, jetzt los, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, warum das da hinten so komisch rot leuchtet. Ich will es gar nicht wissen. Adventure. So, Error. Also. 5 Stück, ne? Ich kann nur 2 machen, geil. Ich laufe auch mal jetzt zu Deadsville. Dann bin ich auch gleich da. Anna, wie wirst du geschrieben? Das gleiche wie vorher, nur mit einem Punkt in der Mitte. Yay, dankeschön. Habe ich jetzt. Ach, Tutorials, wie ich sie hasse. Ah, guck mal, diesmal ist sie in der richtigen Welt. Perfekt, Anna, du hast es geschafft. Danke. So, ich habe komische Beeren. Steht irgendwo. Ach, ich habe dich eingeladen zum Team. Ja, ach, ja? Danke. Dann du bist schon da. Achso, ich kann ja noch nichts. Ja, du noch nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, hä? Ich habe nichts. Ja, ja, stimmt, ich bin am Eingang von Deadwill. Ja, ich auch. Jetzt fehlt mir ein Daumen. Ihr steht beide fast nebeneinander bei mir auf der Karte. Aber bei der Karte sehe ich euch nicht. Ich stehe neben Kobold. Einem Typen, und der Kobold so heißt? Oder ein echter, ja, Kobold? Nee, der heißt so. Schade, kein Kobold. Und so ein Mähexen 94. Was? Ja, jetzt bin ich auch in der Base. Der beste Name. Ich stehe direkt im Eingang. Nee, neben zwei anderen. Ja, weil wo ich euch eingeladen habe, da steht doch World 10 und World 4. Gibt es noch extra Dinge oder was? Einmal die. Keine Ahnung. 5, da waren 2. Ich bin jetzt auch gleich mitten im Eingang. Ich laufe gerade drauf zu. Flocke, du bist stimmt, Flocke, ich bin. Du bist World 10. Genau. Oh. Als ob es auch nochmal Unterschiede gibt. Was ist das für ein scheiß Spiel? Wie kann man denn Welten wechseln? Na, was hast du da wieder rausgesucht, echt? Ich bin so verwirrt. Ich auch. Ich habe mir doch Items gecraftet. Wo landen die denn? Ach, in Q landen die. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum stelle ich denn Sachen her und oben mein Dings geht nicht weiter? Ja. Ja, das hatte ich auch gerade eben. Ich habe so viele Pfeile, glaube ich, hergestellt gerade, die ich gar nicht brauchte. Ich habe 25 gemacht. So, jetzt brauche ich noch. Ich brauche 3 verdammte Holzteile. Was soll denn das? Wie machen wir das jetzt? Weil ich bin World 5. Ja, ich guck gerade auch, wie man Welten wechseln kann. Kann man nicht. Da waren ja noch mehrere Sachen, nicht nur Team erstellen. Da stand doch noch mehr, oder? Kann man irgendwas erstellen und dann einladen? Oder über Camp laden oder sowas? Meistens kann man über Camp Schnellreisen machen. Vielleicht geht das ja auch hier. Wie sieht Eternal Land. Nee. Hä? Was soll ich so halten? Keine Ahnung, nee. Yay. Einmal equippen, danke. Perfekt, jetzt kann ich zu den komischen Deviant gehen. Aber die Steuerung ist angenehm. Also mit dem Laufen und so fühlt sich leicht an. Ja. Also man kann den Teleporter in Städten nutzen, hat jemand geschrieben. Ah. Angeblich. Ja, und wo ist da so eine Stadt? Da wo wir drin stehen. Letzte, ja. Ich guck gerade. Dauert einen Moment. So. Jetzt bin ich auch bei Siren Head angekommen. Teleporter. Ah ja, change to another world. Ja, also kommt auf 5. Ah. Butterfly. Okay, komm mal, ich geh auf 5. Man macht ja voll viel Schaden, ey. Ja, nice. Ja. Schieß einfach auf die ganz obersten Satelliten mit deinem Pfeil. Ja. Dafür, dass der Sirenen halt so riesig ist, ist echt viel Schaden. Und Schwuchtel. Hey, du Wichser. Hey, du lebst bei mir nicht. Jetzt hast du geladen. Jetzt müssen wir noch auf Anna warten, die erstmal ihre Sirene umbringt. Ja, ich bin fast. Ja, das ist das gleiche Tattoo wie ich. Gut. Nee, also, der geht ja schnell tot, der Typ. Also jetzt wirkt das so schön leicht mit dem Typen umbringen, ja. Und ich wette, wenn wir einen echten Boss dann treffen, dann ist es vorbei mit uns. Nee, habt ihr nicht. Außer wäre ich wie blond du bist, Locke. Das ist ja.
Das hältst du von mir? Das ist ja schon fast gelb. Hell? Ja. Du hast eindeutig zu viele Spaghettis gegessen. Ja. Ach komm, Lennart, ist okay. Ja, das ist doch nicht. Schade. Warte, wer hat so viele Spaghetti gegessen? Was habt ihr denn gemacht? Erstmal Holzhacken. Habt ihr nicht gerade noch über... meine Haare angeguckt. Sehen deine Haare aus wie Spaghetti? Nein, die sind gelb. Ach so. Blond. Blond ist aber nicht gelb hier. Er ist doch voll auf die Leute fallen. So, ja, ich will alles überspringen, damit ich endlich zu euch kann. Was ist denn das? Ey, der hat ein Motorrad gespawnt, ich will auch. Oh mein Gott, Klaus. Klaus? Na, ich hab ihn seinen Rechen versucht zu schießen. So. Oh mein Gott, du sollst doch mitnehmen und nicht kaputt machen. Ja, es ging nicht, der war zu schnell. Warum bist du so eine Enttäuschung?